Die Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg. Guten Abend und willkommen. Norbert Lehmann ist auch wieder dabei für den Sport. Einen schönen guten Abend auch von mir. Das sind die Nachrichtenthemen von heute. Urteil zur AfD-Jugend. Der Verfassungsschutz darf die junge Alternative als gesichert extremistisch einstufen. Trauer und Wut in der Türkei und Syrien. Ein Jahr nach dem katastrophalen Beben fühlen sich viele Überlebende im Stich gelassen. Nach der Krebsdiagnose von King Charles. Großbritannien hofft und bangt und diskutiert das Thema Krebs sehr offen. Das Verwaltungsgericht Köln hat es jetzt bestätigt. Der Verfassungsschutz darf die Jugendorganisation der AfD als gesichert rechtsextremistisch einstufen und beobachten. Damit wies das Gericht einen Eilantrag der AfD und der Jungen Alternative zurück. Zur Begründung hieß es unter anderem, der Ausschluss ethnisch Fremder, wie ihn die Junge Alternative verfolge, verstoße gegen die Menschenwürde. Sarah Tacke berichtet. Die Junge Alternative für Deutschland, die Jugendorganisation der AfD. So zeigt sie sich auf ihrem eigenen YouTube-Kanal. Und ebenfalls öffentlich äußert sich auch ihr Vorsitzender hier im April vergangenen Jahres. Die Altparteienregierung, ob Bund, Land, betreiben hier einen Bevölkerungsaustausch. Und sie werden nicht ruhen, bis jeder Winkel unseres Landes und jedes friedliche Dorf mit illegalen Migranten vollgestopft ist. Außerdem bezeichnet die Junge Alternative Einwanderer allgemein als Schmarotzer und kriminell und missachtet dadurch die Menschenwürde, entschied nun das Verwaltungsgericht Köln. Die umfangreiche Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln fällt außerordentlich eindeutig aus. Das Verwaltungsgericht stellt fest, dass die Junge Alternative einen ethnisch homogenen Volksbegriff vertritt, dass sie gegen die Demokratie agitiert und dass sie ausländerfeindlich ist und den Islam verächtlich macht. Das klingt fast schon so wie bei der NPD. Deshalb darf die Junge Alternative vom Verfassungsschutz mit allen nachrichtendienstlichen Mitteln wie V-Leuten, Telefonüberwachung, Observation beobachtet werden, bestätigte das Verwaltungsgericht Köln. Eine Entscheidung, die die Bundesinnenministerin begrüßt. Wir schützen unsere Demokratie mit allen rechtsstaatlichen Mitteln. Und dass wir rechtsstaatliche Mittel anwenden, hat das Gerichtsurteil heute sehr stark bestätigt. Weder die AfD noch der Verfassungsschutz waren heute zu einer Stellungnahme bereit. Gegen die Entscheidung kann die Junge Alternative noch Beschwerde einlegen. Heute zum Safer Internet Day präsentiert die Bildungsstätte Anne Frank eine neue Studie. Danach spielen soziale Medien eine weit unterschätzte Rolle bei der Verbreitung von Antisemitismus und Rechtsextremismus. Besonders TikTok trage zur Radikalisierung junger Menschen bei. Keine soziale Plattform wächst derzeit so rasant wie TikTok. Ein Teenager in Deutschland verbringt dort durchschnittlich 95 Minuten pro Tag. Wie Schulen reagieren, zeigt Laura Otzdober. Medienerziehung am Frauenlob-Gymnasium in Mainz. Die 9. Klasse spricht über TikTok und rechtsextreme Videos dort. Etwa Musikclips mit völkisch-nationalem Text. Oder Videos wie dieses, das erstmal wie ein harmloses Waldvideo wirkt, aber in Wirklichkeit für eine rechtsextreme Jugendorganisation wirbt. Man muss geübt sein, um solche Inhalte als problematisch zu erkennen. Ich denke, mit der Zeit, wenn man dem Thema viel ausgesetzt ist, merkt man sich schon, welcher Sound die vereint. Wenn man in die Kommentare schaut, steht da dann meistens: Achtung, das stimmt nicht. TikTok ist die Plattform für Kinder und Jugendliche. Und darum sind hier auch viele Rechtsextreme unterwegs, um gezielt Nachwuchs zu rekrutieren. Gerade junge Menschen sind politisch noch beeinflussbar. Allerdings, auf TikTok findet oft nur der Erstkontakt statt. Und dass bei Interesse, bei der Möglichkeit der Identifikation, man dann in die ebenfalls ja gebotenen weiteren Kanäle hineingeht und dort dann die eigentliche Radikalisierung stattfindet. Um das zu verhindern, müssen Kinder einen kritischen Umgang mit TikTok lernen. Dazu gehört auch, rechtsextreme Codes zu erkennen, bestimmte Hashtags zum Beispiel oder typische Farbkombinationen, etwa schwarz-weiß-rot, die Farben der Reichsflagge. Das steht und fällt natürlich damit, dass man den Kindern die Kinder auch da an der Hand nimmt und ihnen erklärt, wie so eine subtile Symbolik auch aussieht. TikTok, ein Wohlfühlort für Kinder, aber auch ein Ort rechtsextremer Propaganda.
Eigentlich wollte die EU am Freitag ein Lieferkettengesetz auf den Weg bringen nach langen Verhandlungen. Jetzt steht fest, dass Deutschland nicht zustimmen wird. Grund sei der Widerstand der FDP, sagte Arbeitsminister Heil von der SPD. Er warf ihr eine ideologisch motivierte Blockade vor. Sie habe seine Kompromissvorschläge endgültig abgelehnt. Das Gesetz würde größere Unternehmen in der EU verpflichten, Menschenrechtsstandards in der Produktion und bei Lieferanten zu gewährleisten. Die FDP hält es für zu bürokratisch. Die EU-Kommission macht Tempo beim Einsparen von Treibhausgasen, denn viele Mitgliedstaaten hängen weit hinter den EU-Zielen her. Bislang galt der Richtwert, dass bis 2030 die CO2-Emissionen um 55% im Vergleich zu 1990 gesenkt werden sollen. Bis 2050 soll die EU klimaneutral werden. Das neue Zwischenziel für 2040 lautet jetzt 90% weniger Emissionen als 1990. Ein entsprechender Gesetzesvorschlag müsste nach den Europawahlen von der nächsten EU-Kommission vorgelegt werden. Genau ein Jahr ist es her, dass in der Türkei die Erde bebte und in der Region rund 60.000 Menschen in den Tod riss. Die Erdstöße trafen vor allem den Südosten der Türkei, besonders die Provinzen Hatay und Karamanmarasch. Sie erschütterten auch den Norden Syriens. Allein in der Türkei wurden zehntausende Häuser zerstört. Präsident Erdogan hatte schnelle, umfassende Hilfe versprochen. Doch noch immer leben hunderttausende Menschen in Notunterkünften. Über Trauer und Wut am Jahrestag der Katastrophe, Jörg Brase. Sie schreien ihre Wut hinaus, fordern den Rücktritt des Gesundheitsministers und des Provinzbürgermeisters. Die Gedenkveranstaltung am frühen Morgen in Antakya wird zum Protest. Man habe sie nach dem Beben im Stich gelassen, so der Vorwurf. Es hat geregnet, es war kalt, von überall kamen Schreie. Und es ist jetzt ein Jahr lang her. Und Antakya ist immer noch nicht aufgebaut. Wir leben immer noch in Containern, wir leben immer noch in Zelten. Die Regierung streitet ab, dass es solche Zeltunterkünfte noch gibt. Doch diese Bilder zeigen das Gegenteil. Wenn wir das Zelt nicht hätten, was würden wir dann tun? Ich war Mieter, das Haus ist eingestürzt. Wir mussten uns so ein Zelt bauen. Keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Präsident Erdogan besuchte heute die Stadt Karamanmarasch. Von dem Versprechen, alles innerhalb eines Jahres wieder aufzubauen, war heute keine Rede mehr. Stattdessen Eigenlob. Es gibt nur wenige Länder und Gesellschaften, die angesichts einer solchen Katastrophe so standhaft bleiben können wie wir. Doch nicht nationalen Stolz empfinden die meisten Betroffenen hier in Hatay, sondern Schmerz über den erlittenen Verlust. Viele Überlebende forderten auch heute wieder Gerechtigkeit. Sie wollen, dass die Verantwortlichen für Baumängel, die zum Einsturz vieler Gebäude führten, bestraft werden. Bauunternehmer, aber auch Mitarbeiter der Genehmigungsbehörden. Dass diese jedoch verurteilt werden, das zeigen die Erfahrungen aus dem letzten großen Beben 1999, ist allerdings kaum zu erwarten. Daran aber dachten heute wohl nur die wenigsten. Heute war der Tag, an dem sie ihre Toten betrauern wollten. Zu Ex-US-Präsident Trump und seinen Problemen mit der Justiz. Ein Berufungsgericht in Washington hat jetzt klargestellt, dass er für Handlungen in seiner Amtszeit strafrechtlich verfolgt werden kann. Konkret geht es um eine Anklage wegen versuchten Wahlbetrugs im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol. Am Ende wird der oberste Gerichtshof grundsätzlich entscheiden müssen, inwieweit US-Präsidenten Immunität in Anspruch nehmen können. Fragen wir Claudia Bates in Washington, was bedeutet das für Trump und seine geplante Präsidentschaftskandidatur? Ja, Trump wollte das Verfahren wegen Wahlbetrugs verhindern und das ist ihm erstmal nicht gelungen. Seine Anwälte hatten argumentiert, dass er gar nicht strafrechtlich verfolgt werden könnte, weil er als Präsident Immunität genieße. Nun hat also das Gericht darüber geurteilt, ob ein Präsident im Amt quasi alles darf unter dem Schutz der Immunität und sagt, nein, auch ein Präsident steht nicht über dem Gesetz. Die Gewaltenteilung würde nicht mehr funktionieren, wenn der Präsident jenseits der Reichweite des Parlaments und der Justiz wäre. Ein Präsident könne keine Verbrechen begehen, um die grundlegendste Kontrolle in der Demokratie, die Wahlen eben, auszuhebeln.
Aber eines ist Trump schon gelungen. Er konnte den Prozess wegen Wahlbetrugs zwar nicht verhindern, aber hinauszögern. Und letztlich hofft er, dass bis zur Wahl im November das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist und er dann gegebenenfalls als Präsident das Justizministerium anweisen könnte, das Verfahren einzustellen. Vielen Dank für diese Erklärung aus Washington. Claudia Bates war das. In der Ukraine hat das Parlament das Kriegsrecht und die Mobilisierung verlängert mit großer Mehrheit. Doch die große Unterstützung für die Regierung scheint zu bröckeln. Angesichts der schwierigen Lage an der Front plant Präsident Zelensky offenbar, den Oberbefehlshaber der Truppen, Saluzhny, zu entlassen. Der gilt aber als populär. Katrin Eigendorf berichtet. Der Präsident zu Besuch in einem Trainingszentrum der Armee. Seitdem sich Gerüchte mehren, dass Wolodymyr Selenskyj den beliebten Oberbefehlshaber der Streitkräfte Valeri Saluzhny absetzen will, herrscht Verunsicherung, vor allem bei den Soldaten. Ein Machtkampf droht. Denn Valeri Saluzhny will bleiben und das Land weiterführen im Krieg gegen Russland. In Kiew treffe ich Vitali Klitschko, den Bürgermeister der Stadt. Er warnt vor einer weiteren Eskalation. Ein politischer Wettkampf in das Land, was befindet sich in dem Krieg, das ist ein riesiger großer Fehler für jede Politiker. Gibt keinen Sinn, einen Wettkampf zu machen, um eine Position zu kämpfen, weil heute die Frage steht ganz scharf, wird Ukraine überleben den Krieg oder nicht? Wird Ukraine existieren oder nicht? In seinem Büro hängt ein Foto von Saluzhny. Der Bürgermeister macht aus seiner Sympathie keinen Hehl. Er ist sehr beliebt. Sehr, sehr beliebt in Menschen, bei Bevölkerung. Und er ist Kommandeur von neuer Generation. Denke ich mal, solche Figuren zu wechseln, das ist ein Fehler. Dass die Ukrainer auf europäische Unterstützung weiter setzen können, versicherte heute der EU-Chefdiplomat Josep Borrell bei seinem Besuch in Kiew. Die gesamten Sicherheitskräfte der Ukraine werden Training erhalten, um das zu erreichen, was schwieriger ist, als man annimmt. Die Kontrolle über ihr Territorium wieder zu erlangen, das Leben wiederherzustellen. Ein Moment der Hoffnung in einem Land, das nach 2 Jahren Krieg keine Aussicht auf Frieden sieht. Vitali Klitschkos Einschätzung zur Lage in der Ukraine, aber auch zur Anteilnahme in Deutschland, erfahren Sie im kompletten Auslandsjournal-Interview. Zu sehen jederzeit in der ZDF-Mediathek unter zdf.de. Auf deutschen Straßen hakt es wieder häufiger. Der ADAC registrierte 2023 deutlich mehr Stau und stockenden Verkehr als im Jahr zuvor. Insgesamt hingen Autofahrer 427.000 Stunden fest. Das sind knapp 30% mehr als 2022. Einen Grund sieht der ADAC darin, dass wieder mehr Menschen zu ihrem Arbeitsplatz fahren. Das Niveau der Vor-Corona-Zeit ist allerdings noch nicht erreicht. Seit Sonntag gibt es im US-Bundesstaat Kalifornien heftige Unwetter. Mindestens 3 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Starker Regen löste Erdrutsche aus, überflutete Straßen und legte die Energieversorgung lahm. Mehr als 700.000 Menschen waren zeitweise ohne Strom. Im Verlauf des Tages sollen die Niederschläge nachlassen. Die Gefahr von Überschwemmungen bleibe aber weiterhin hoch. Aus der ganzen Welt kommen Genesungswünsche. Prinz Harry ist aus den USA angereist. King Charles ist an Krebs erkrankt, das hat der Buckingham Palace gestern Abend mitgeteilt. Seine Majestät wolle damit Spekulationen vermeiden und habe die Hoffnung, dass dies zum Verständnis für all diejenigen auf der ganzen Welt beiträgt, die von Krebs betroffen sind. Aus London, Wolf-Christian Ulrich. König Charles heute Abend zur Erholung nach Schloss Sandringham. Die ersten Bilder seit Bekanntwerden seiner Krebsdiagnose. In Großbritannien heute große Anteilnahme. Ich wünsche ihm alles Gute. Das ist doch traurig, dass unser König diese Krankheit hat. Die Familie hat einiges durchgemacht und jetzt das, ein weiterer Schlag. Am Nachmittag landete sogar Prinz Harry in London. Die Krankheit lässt frühere familiäre Streitigkeiten in den Hintergrund treten. Bei allen Zerwürfnissen. Der König hat immer gesagt, dass er seine Söhne liebt. Und Harry hat immer gesagt, dass er seinen Vater liebt. Und Charles wird sehr froh sein, seinen Sohn heute zu sehen.
Gerade erst hat der König das Krankenhaus nach einer Prostatabehandlung in guter Stimmung verlassen. Da entdecken die Ärzte den Krebs. Und das im Jahr 2 einer Regentschaft, auf die er jahrzehntelang hingearbeitet hatte. Es ist doch traurig, dass es den König so schnell nach seiner Krönung erwischt hat. Der König versucht doch kein Lückenfüller zu sein, sondern er füllt sein Amt richtig aus. Trotz der Krebsbehandlung führe Charles die Amtsgeschäfte weiter. Nur die öffentlichen Termine fielen aus, so der Palast. Der Krebs sei frühzeitig erkannt, verriet der Premierminister. Er wird sehr frustriert sein, dass seine Pläne, seine Reisen verschoben sind. Er ist ein Workaholic. Dass der Palast überhaupt so offen über Charles' Gesundheitszustand spricht, ist neu. Durch Transparenz auch Aufmerksamkeit zu schaffen für Gesundheitsvorsorge, selbst in persönlicher Krise ein Dienst am Volk. Tja, gar nicht so schlecht. Hm? Jetzt DFB-Pokal, ja. Da stehen die letzten beiden Viertelfinalspiele an. Heute Abend Leverkusen gegen Stuttgart, ein echtes Topspiel. Aber auch morgen dürfte es so richtig spannend werden. Denn dann muss Gladbach beim Drittligisten Saarbrücken antreten. Und der hat ja schon die Bayern und Frankfurt aus dem Pokal geworfen. Coach Rüdiger Ziel stimmt sein Team ein. Auf die dritte exakte Analyse eines Bundesligisten soll morgen die dritte Pokalsensation folgen. Wir haben eine super Moral, wir haben einen super Teamgeist und werden alles dran setzen, dass wir das auch noch mal schaffen können. Die Bayern durch das Tor von Marcel Gauss aus dem Pokal geworfen, danach die Frankfurter Eintracht besiegt. Erinnerungen an diese Höhepunkte schwingen auch im Training immer mit als Motivation. Ich nutze auch TikTok. Bei mir werden jetzt die letzten Tage nur noch Videos von Saarbrücken angezeigt, wie Gausi da das Tor schießt. Also ja, du wirst eben halt schon oft dran erinnert und das nimmt man natürlich mit ins Spiel. Hoffentlich spielt auch der etwas ledierte und im Moment noch abgedeckte Rasen mit in Saarbrücken. Ja, und das Spiel morgen Abend live bei uns im ZDF zu sehen ab 20.15 Uhr. Zur Fußball-Bundesliga der Frauen, da hat Bayern München die Tabellenführung übernommen durch den souveränen 14:0-Heimsieg gestern Abend gegen Freiburg. Der Auftritt der Münchnerinnen hatte auch etwas von einer Trotzreaktion nach dem Aus in der Champions League vergangene Woche. Die Gastgeberinnen dominierten dieses Spiel, in der 6. Minute bereits das 1:0 durch Linda Sembrandt. Und Lea Schüller überzeugte in ihrem 200. Bundesligaspiel das 2:0. Die eingewechselte Linda Dallmann erhöhte nach der Pause auf 3:0. Damit nicht genug. Gegen zu harmlos agierende Freiburgerinnen traf Katharina Naschenweng zum 4:0 Endstand. Südkorea mit Trainer Jürgen Klinsmann hat den Finaleinzug im Asien-Cup verpasst. Das Team verlor am Abend das Halbfinale gegen Jordanien. Hier das 2:0 durch Musa Al-Tamari in der 66. Spielminute zum 2:0 Endstand. Seit 64 Jahren wartet Südkorea nun schon auf den Gewinn des Asien-Cups. Kein Wintermärchen für Südkorea, aber wir hatten ja unser Sommermärchen mit Clincy 2006 auch ohne Titel. Das werden wir uns ewig dran erinnern können. Ne? In Teilen Nordrhein-Westfalens gibt es morgen ergiebigen Dauerregen. Wo mit Sonne oder Schnee zu rechnen ist, erklärt gleich Katja Hornefer. Dunja Hayali begrüßt Sie um 9:45 im Heute-Journal und wir sind morgen wieder da. Einen schönen Abend noch, auf Wiedersehen. Guten Abend. Dieses Regenband markiert die Grenze zwischen kühlerer Luft im Norden und milderer Luft im Süden. Es setzt jetzt etwa ab Mitternacht ergiebiger Dauerregen in Nordrhein-Westfalen ein. Bis Freitag früh können hier örtlich 60 bis 80 Liter Regen pro Quadratmeter zusammenkommen. Heute Nacht wird es auch einen starken bis stürmischen Wind in der Nordhälfte geben. Und unter den Regenwolken bleibt es recht mild. Da sinken die Werte auf 9 bis 7 Grad. Im Norden sind es so 6 bis 1, im Süden 6 bis 0 Grad. Und morgen zieht dieses Regen- und Schneefallgebiet langsam weiter südwärts. Dann kann es auch in den östlichen Mittelgebirgen für Schnee reichen. Am Alpenrand bleibt es noch am längsten freundlich. Und hinter dem Regenband werden Sie auch in Norddeutschland häufiger die Sonne zu Gesicht bekommen. Von Norden wird es kälter. So liegen morgen Abend die Temperaturen hier im Nordosten bei 0 bis 4 Grad. In der Südwesthälfte bleibt es dagegen bei 7 bis 11 Grad noch milder. Am Donnerstag kommt schon gleich der nächste Regen und Schnee von Westen heran. Und in der Nacht zu Freitag und Freitag früh müssen Sie sich in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein auf Schneefall einstellen. Machen Sie sich auf glatte Straßen gefasst. Guten Abend.